Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur theoretischen Informatik. Wir machen weiter mit kontextsensitiven Sprachen. Ja, also ich sag mal so, es wird wahrscheinlich ein relativ kurzes Video, denn in der Praxis haben wir schon alles gemacht, was man da wirklich braucht. Und ich bin ja eher so ein praxisorientierter Mensch. Ich programmiere ja auch alles gerne in Java, aber ich wurde ja gefragt, dass ich ein paar Theorievideos mache. Und ja, das ist wahrscheinlich das Letzte erstmal zu Grammatiken. Denn alles, was man tatsächlich braucht, habe ich euch gezeigt. Und teilweise sogar schon programmiert. Ja, und jetzt haben wir noch diese kontextsensitiven Sprachen, die wir am Ende haben. Gut, was ist anders wie bei kontextfreien Sprachen? Naja, sie sind abhängig vom Kontext. Ha! Okay, was bedeutet das? Wenn ich jetzt hier 01 S stehen habe, dann kann ich das auch ableiten. Das heißt, ich verwandle mein komplettes 01 S in ein, in diesem Fall jetzt. Ich mache das hier mal weg. 01s wird abgeleitet in 0s1 oder Epsilon. Das heißt, der komplette Ausdruck hier verwandelt sich. Das ist ja eigentlich, sind es ja hier zwei sogenannte Nicht-Terminal, das hier sind sogenannte Terminalsymbole, die wir bisher eigentlich gar nicht verändern konnten. Und jetzt haben wir halt die Möglichkeit, wir sagen, dieser komplette Ausdruck hier verwandelt sich in das hier oder das. Und das ist auch schon wirklich der einzige Unterschied. Die Dinger nennt man Chomsky Typ 1. Ja, der Unterschied ist wirklich der einzige hier, dass man sagen kann, wir können hier vorne alles schreiben, es muss nicht ein spezifisches Nicht-Terminalsymbol sein, sondern es kann hier wirklich alles stehen, egal in welcher Form. Und wenn es genau so vorkommt, dann kann ich das genau so ableiten, wie es dahinter steht. Und da kann man dann natürlich solche Sachen machen. Wir haben 01 und das leiten wir ab auf 10 und davor produzieren wir uns irgendein Wort und ja, da kommt es dann sogar auf die Reihenfolge drauf an, wo wir gerade sind. Ja, in der Praxis haben die Dinge eigentlich auch nicht wirklich eine Bedeutung. Die anderen Grammatiken, die ich euch bereits gezeigt habe, die sind deutlich wichtiger. Ja, es gibt dann natürlich noch Chomsky Typ 0. Also das hier ist jetzt Chomsky Typ 1. Chomsky Typ 0 bedeutet einfach, es sind alle Wörter, die wir nicht mit einer Grammatik darstellen können. Also alles, was wir irgendwie nicht, alle Sprachen, die sich nicht von einer Grammatik darstellen lassen, auch von so einer kontextsensitiven Grammatik, wie ich sie euch hier oben gezeigt habe, lassen die sich nicht darstellen. Und ja, gut. Das heißt, ich kann sie euch auch schlecht zeigen. Es gibt nämlich nicht wirklich so einfache Beispiele dafür, wie man es irgendwie machen kann. Die sind dann in der Theorie zum Beweisen vielleicht mal gedacht gewesen. Nicht wirklich sinnvoll eigentlich. Außer ihr wollt euch damit auseinandersetzen. Ja, das war es tatsächlich auch schon. Ist nur ein 3-Minuten-Video. Tut mir furchtbar leid auch. Wenn ihr noch Fragen dazu habt oder so, dann schreibt sie mir in die Kommentare. Vielleicht mache ich dann wirklich nochmal mehr Videos dazu. Aber eigentlich hatte ich das nicht vor. Wie gesagt, praxisorientiert bleiben und ich finde, ab da hört es dann langsam mal auf. Okay, alles klar, dann bis zum nächsten Mal und ja, schaltet wieder ein. Bis dann, ciao.